Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 3. Und wir treten jetzt hier als Schnapsverkäufer auf. Hier ist der Nebelgeist. Mora, du erstaunst mich. Das war nicht völlig dumm. Geh zu Gnar. Er soll dich in die Burg lassen. Dort sind auch viele durstige Krieger. Prima. Ja, der Vorteil ist, ich mache mich nur gut in den Städten und befreie die aber nicht. Das heißt, ist absolut kein Thema hier. Lässt du mich in die Burg? Du bist stark. Du hast uns Orks Ehre erwiesen. Du bist kein Rebell. Du darfst in die Burg. Halt! Keinen Schritt weiter! Lass mich vorbei. Du kannst reingehen. Aber ich muss sagen, die Burg musst du erstmal einnehmen, gell? Weil du kommst anscheinend nur hier drüber rein. Hier über diesen Weg. Und kannst von den Zinnen beschossen werden. Also, das ist ja auch ein schmaler Gang. Das heißt, muss man überlegen. Du kommst jetzt von hier. Das heißt, du hast hier die ganze Seite plus den Turm, wo du Schießscharten hast, da oben noch. Dann hast du da komplett besetzt. Und du kommst über den Weg. So, da kannst du maximal drei Leute nebeneinander. Zwei Leute nebeneinander. Können dann hier in zweier Reihen vorstoßen. Das heißt, die Hälfte der Leute kommt gar nicht hier an. Minimum die Hälfte. Wenn du gute Bogenschützen hast, kannst du es vergessen. So, dann hast du die Brücke. Ja, dann hast du hier die Brücke. Und dann musst du erstmal hier durch das Tor durch. Zugbrücke wäre natürlich besser gewesen. Weil, dann würdest du gar nicht mehr hoch dahin kommen. Da würdest du gar nicht mehr dahin kommen. Ohne entsprechende Hilfe oder so. Ich kann zurzeit nichts herstellen. Okay. Es ist deine Ehre. Du musst entscheiden. Oh Gott. Es ist deine Ehre, du musst umschauen. Immer feste drauf. Das ist meine Meinung dazu. Statt zu reden. Worauf wartest du dann noch? Es ist deine Ehre, du musst umschauen. Also man kann echt nicht sagen. Also die sind schon richtig stark, die Orks. Lass dich nicht umbringen. Das sagst du. Das ist zu schwer für mich. Das ist zu schwer für mich. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen. Moin! Wo ist denn hier? Khan, wo ist denn Khan? Das ist Ugosch. Wo ist denn dieser Khan? Die Hand, die sie fütterte,
Haben wir hier noch irgendwo eine hintere Burg? Mit Noras hat man nichts als Arbeit. Nee. Hier muss ja irgendwo der Obermacker sein, oder? Nehmen wir mal da drüben das Tor, oder? Mit Noras hat man nichts. Sag bitte nichts. Halt! Keinen Schritt weiter! Du bist kein Freund der Orks. Ich vertraue dir nicht. Ach, da, um da reinzukommen, muss ich zu 75%, also 75 Punkte haben, und zwar hier Ruf bei den Orks allgemein brauche ich 75. Oha. Also ich komme zwar hier rein, kann hier natürlich dann die Aufgaben erfüllen, wie zum Beispiel was ihn hier. Willst du, Mora? Ich will kämpfen. Dann such dir den, den du besiegen kannst. Was ist mit dir? Versuch's doch. Tarak setzt die Kämpfer an. Geh zu ihm. Das werde ich nicht weiter tun. Vigo, Mortis. Wir müssen denken, bevor wir handeln. Was willst du? Ich will in der Arena kämpfen. Meine Kämpfer kämpfen nicht gegen Moras. In deiner Arena kämpfen doch Menschen. Sie haben Stärke und Mut in den größten Arenen der Welt bewiesen. Wenn du getan hast, was sie getan haben, darfst du hier kämpfen. Wann lässt du mich kämpfen? Wenn du die große Arena in der Wüste gewonnen hast. Sie ist in Morasul und nur die besten Krieger verlassen sie lebend. Okay. Wir passen auf. Was willst du, Mora? Ich will was kaufen. Nein, dir verkaufe ich nichts. Wo ist dein Problem? Kein Problem. Du bist ein Mora. Ich verkaufe nichts an Moras. Was verlangst du, damit du mit mir handelst? Ich brauche 3 Kronstöcke. Bringe sie mir. Dann können wir handeln und die haben wir doch bestimmt. Über Alchemie unterhalten. Alles klar. Die Zeit zum Reden ist vorbei. Habe ich keine Kronstöckel oder was? Das ist ein Ernst? Drei Kronstöcke. Wir, was haben wir? 2. Vielleicht kann man in der unteren Stadt welche kaufen. Der. Pass auf dich auf. Wenn du kämpfen willst, melde dich bei Tarok. Er organisiert die Kämpfe. Wenn du was kaufen willst, brauchst du Gold. Zeig mir deine Ware. Ja, der hat aber auch nichts Besonderes dabei, oder? Hm.
Kronstöcke. Eine kurze Pause wird mir gut tun. Als wenn das so einfach wäre. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich denke, zeig mir das. Probieren wir es mal bei ihm hier. Oh, er ist halt Jäger. Das gibt doch nur wieder. Unten. Oder hatte er hier? Zeig mir deine Ware. Möglich ist alles. Nee, dann hätte ich das andere Zeug verkauft. Am besten du hältst dich da. Erzähl mir was. Ich will. Klar. Nimm erstmal einen kühlen Schluck. Ist zwar nicht mehr viel da. Aber es sollte reichen, um dir den Staub aus der Kehle zu spülen. Gehen dir die Vorräte aus? Das kannst du wissen. Die Orks saufen mehr als die Jäger. Übrigens, wenn du nicht hinhauen willst, oben ist genug Platz. Aber lass die Finger von den Sachen der anderen Gäste. Welche Gäste hast du noch? Die ganzen Söldner und diesen Ali. Er kommt aus der Wüste. Und versucht ebenfalls in die Burg reinzukommen. Jeden Abend rennt er rum und redet mit den Orks. Aber mit Reden ist bei den Orks noch niemand weit gekommen. Das wird er auch noch merken. Okay, aber mit denen können wir nicht handeln hier. Was wollen die hier? Ich krieg hier das Freiluftbett oder was? Ah. Bett Sternenhimmel. Ja, darf nur nicht regnen. Also generell bräuchten wir noch ein Grundstück. Ich kann zurzeit nichts herstellen. Wie kann ich dir helfen? Nicht weit von hier gibt es eine alte Ruine. Ich benutze sie oft als Nachtlager für die Jagd. Leider nisten sich dort öfters mal Goblins ein, wenn man länger nicht mehr nach dem Rechten sieht. Erledige sie für mich. Ja, haben wir das nicht eben gerade schon gemacht? Wir waren doch eben gerade hier. Zeig mir deine Ware. Ah, da hat auch keiner. Scheiße. Hat der einen Alchemietisch?
Oder habe ich die zwei einfach nur übersehen? Ich weiß es nicht mehr. Es waren nur ein paar Goblins in der Ruine. Hast du sie erledigt? Ja. Gut gemacht. Wenn du willst, zeige ich dir, wie man mit dem Bogen schießt. Ja, aber trotzdem, das benötigen wir jetzt erstmal nicht. Ich will ja komplett auf Schwert gehen, aber... Bräuchten aber noch ein Kronstöcke. Das ist so Vanguard hier, oder? Ja. Nein, Eisenhelm brauchen wir auch nicht. Was ist dies? Okay, die können wir nicht looten. Schade eigentlich. Ey, das ist der absolute Hammer, wie ich mich damit abgemüht habe hier. Mit den ersten Wildschweinen, jetzt machst du zwei Hiebe, bam, tot. Apropos tot. Nee, aber wenn man überlegt, wie man angefangen hat, hier, da, Knüppel rein, da... Und dann hast du zugeschlagen und das gemacht und das gemacht, also. Und jetzt hier, zack, so Wildschwein, zwei Hiebe, tot. Mein großes Problem ist, dass ich hier... Jungs, wo Kronstöckel habe. Ja, Waldbären, aber. Da! Da! Thank you.
Wenn du die dann hast hier, dann streckst du die dann auch irgendwann. Also wenn ich hier weiter stärker levele und das mache. Dann strecke ich die dann auch, die Wildschweine mit einem Hieb nieder. Die Frage ist, die Orks, die da jetzt sind, sind die friedlich oder sind die feindlich? Okay. Sonnenkraut. Da ist noch eine Truhe. Ich habe eigentlich gedacht, das ist eigentlich ein Ork-Zelt. Sind die Orks? Also es geht ja hauptsächlich darum, sind diese Orks, die hier um die Hauptstadt rum positioniert sind. Fleisch gibt's ja aktuell genug. Nur keine Grundstücke. Okay, Ogre. Also hier stehen schon mal vier Ogre. Mit denen werde ich mich jetzt definitiv nicht anlegen. Ja, hier kommen sie bestimmt auch noch. Nordmar. Wartet mal. Weltkarte. Na, könnte es jetzt hier hinten rum nach Nordmar kommen. Aber da wollen wir gar nicht hin. Ich habe eigentlich nur geschaut, ob hier irgendwo Kronstücke sind, aber anscheinend auch nicht. Ja. Das ist eine Waldbeere. Nehmen wir auch mit. Da gibt es nochmal Fleisch. Na, 100 EP sind 100 EP, gell? Ja. Dann. Was finden uns da jetzt noch? Okara. Teleportstein Thronsaal, Teleportstein Odyr, Faring, Gellern. Ja.
Okay. Ja, hier sind meine Gelder wieder. Ist ja alles safe. Also wir hätten hier Trelis, hätten wir noch. Und das hier. Wie sieht's denn eigentlich jetzt aus mit den Missionen? Jacks Rebellengut. Gold. Geh noch der Turmwächter Jack hat einen dicken Batzen Gold von den Rebellen kassiert. Ich verstehe. 3 Kronstöcke. Die Burg im Faring. Werde Champion von genau Auswürfe. Wie viel will er denn haben? Okay. Also hier haben wir auf jeden Fall auch noch einen Haufen. Finde den Helm des ersten Paladins, finde den Druidensuchtrupp der Orks, finde das Geheimnis des Druiden Runak. Die 7 alten Ringe der Alchemisten haben wir noch in Geldern. Geheimnis des Assassinen Mirzo. Das ist Kabdun, oder? Genau. Die Banditenplage der Küstenregion. Lampenöl, Ass für Athena. Vernichtung Rebellen Untergrund in Kabdun. Viola sind die Söldner, und das haben wir auch noch. Okara braucht mehr Männer. Ich würde sagen, wir gehen mal nach Silden. Ja. Ein Waldbeerenpaket für den Fischersten. Okay. Ja, vielleicht findet man hier irgendwo noch ein Kronstöcke. Das ist eigentlich ein ziemlich gutes Gelände. Ja, also die Frage ist auf jeden Fall, wo die Ruine im Norden sein soll oder wie weit weg sein. Bleib stehen, du Hund! Ich werde dich lehren, einen Ork-Hauptmann zu verpfeifen. Ich werde dich töten. Leute, es gibt einen Kampf! Das war so schlecht! Da ist nichts zu holen. Hat du verdient? Ich werde dich lernen, mich hier anzupacken. Also Fleisch ist meine wenigste Sorge. 115 Mal. Ja, die machen ja immer 10, nee, 20% machen die, glaube. Später ist doch genug Zeit zu reden. Ja. Glaube ich zwar eher weniger, aber okay. So. Hier soll auf einer, in der Richtung, Richtung Norden, soll eine alte Ruine sein.
Die Frage ist, war das jetzt nur ein Baum oder war das die Ruine? Also ich stelle mir da unter Ruine stelle ich mir da vor, das ist wie eine Burg, oder? Ich sag mal so, also hier bin ich vorhin nicht hoch. Ich weiß, dass es dieses Banditenlager ist, was wir ausgehoben haben. Das ist richtig. Die sind ja noch alle hier. Ich will nur mal kurz hier hoch auf den Berg. So, ihr seht da auch nichts von Ding, oder? Ja, das war das Lagerfeuer. Ach ja, nehmen wir einen Knüppel noch mit. Herrscherkraut. Heilwurzel. Also, ich sehe hier Ruine im Norden. Also da ist ein altes Haus, aber... Und da ist noch eine Pflanze. Obwohl eigentlich die Mine hier drüben war ja auch im Norden. Waldbeere. Hier noch irgendwas? Nein. Ponto. Weil die Mine haben sie ja auch gesagt, dass die im Norden ist. Hey, Wurzel.
Ja, also ich wüsste jetzt nicht, welche Ruine. Ah, da haben wir doch noch eine Heilpflanze. Heilwurzeln habe ich halt ziemlich viele. Die müssen wir mal wegmachen vielleicht. Was haben wir denn? Ogerblatt. Also hier ist eine Ruine, aber... Ist ja komplett im See versunken. Ich gucke jetzt einfach mal hier rein. Eidechse. Bevor ich aber da reingucke, machen wir in der nächsten Folge und dann gehen wir noch sliden. Alles klar, Freunde. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.